Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Rentsch vom ATMOS Zentrallager und gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Heinz möchte ich Ihnen heute zeigen, wie einfach es ist, bei einem ATMOS-Holzvergaser, ganz egal aus welcher Serie, den Rauchgasthermostaten zu wechseln. So, als allererstes, wenn wir beginnen, ist es ganz wichtig, dass wir den Kessel stromlos machen, ausschalten oder gleich hinten das Kabel rausziehen. Als nächster Schritt nehmen wir die Kappe des Rauchgasthermostaten ab und lösen die darunter befindlichen zwei Schrauben. Im nächsten Schritt muss oben der Deckel geöffnet werden. Je nach Kesselausführung ist es meistens mit den vier Schrauben, die oben gelöst werden, schon erledigt. Wir ziehen hinten den Rauchgasthermostaten den alten defekten ab, lösen die Kabelverbindung und merken uns aber auch gleich die Einbaulage, dass wir so analog den nächsten wieder einsetzen. Mitunter geht es ein bisschen schwer, die Thermostate abzuziehen, aber es ist von der Sache her für jedermann machbar, kein Problem. Links am Kessel gehen wir vorbei und lösen die dahinter befindliche Abdeckklappe vom Rauchgaskanal. Darunter sind nämlich die zwei Fühlerelemente. Jetzt sind es zwei, weil wir einen GSE-Kessel haben. Der hat dann noch einen vom Rauchgasthermostat 2. Und wir müssen schauen, welches Fühlerelement gehört nun zum defekten Thermostat. Wir lösen diese zwei Arretierungen. Und so wie es uns Markus gleich zeigt, können wir es entweder durchkneipen oder schieben ihn einfach nach oben zurück, ziehen ein bisschen. Das macht sich ganz einfach. Den neuen Rauchgasthermostaten bereiten wir vor. Wichtig, es ist nicht ein Draht, was Thermostat und Fühlerelement verbindet, sondern eine Kapillare, ein ganz dünnes Röhrchen, was mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und da ist nun ganz wichtig, dass wir dieses nicht hart knicken. Und unsere ganz klare Empfehlung: bringen wir den neuen Fühler nicht unten aus dieser alten Kabelausführung raus, das wäre zu kompliziert. Nein, wir nutzen oben diese große Aussparung, die normalerweise für die Fühlereinführung gedacht ist. Aber so macht sich's ganz einfach. Und nun ein weiterer Tipp von uns: bringen Sie entweder ein Stück Draht, die alte Kapillare oder zwei kleine Nägel, irgendetwas zwischen die Kesselwand und die Fühlerelemente. Und damit erreichen wir eins, dass da ein kleines Luftpolster dazwischen ist. Und wenn der Kessel wieder einmal überhitzen sollte, gehen uns die Fühlerelemente und damit der Thermostat nicht wieder kaputt. Sie werden sehen, das ist von der Sache ja dadurch wie unverwüstlich. Das als kleiner Tipp. Ja, letztendlich, wenn wir damit fertig sind, wird nur noch das Blech wieder montiert vom Rauchgaskanal. Und oben als nächster Schritt kommen dann die Stecker an den Thermostat dran. Für jeden Kessel finden Sie unter www.atmos-ersatzteile.de eine Explosionszeichnung. Sie finden jeden einzelnen Kesseltyp darin aufgelistet, klicken drauf, sehen eine Explosionszeichnung, können die Ersatzteile auswählen, die für Sie notwendig sind. Aber jetzt schauen wir noch mal ganz schnell. Wir bringen die neuen Stecker wieder dran an den Thermostat, also die alten Stecker an den neuen Thermostat, und achten auf die Einbaulage. Dass es dann wieder so ist, wenn Sie den Rauchgasthermostaten nach links drehen bis auf 9 Uhr, dass das der Endpunkt ist als Anschlag, wo Gebläse und Pumpe anlaufen. Abschließend kommt oben die Abdeckung drauf. Tja, und das war's dann schon gewesen. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Like geben und sich auch die anderen Videos von uns besehen.